Leute, was geht? Pro und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Squad-Channel. Wir sind wieder alle mit am Start. Was geht, Jungs? Hallo, Freunde. Was geht? Peace. Ich bin auch am Start. Nice. Wir kriegen heute ein paar Fragen. Das heißt, wir treten nicht gegeneinander an, sondern uns wird so gefragt, was wäre, wenn, heißen, keine Ahnung. Dann kommen irgendwelche Fragen, dann müssen wir drüber diskutieren. So lernt ihr uns ein bisschen besser kennen. Kann, glaube ich, ein cooles Format werden. Lasst gerne ein Like da und ich würde sagen, wir gehen rein. Was wäre Vikes geworden, wenn er kein Content-Creator wäre? Ey, das war noch meine Beispielfrage. Na, hättest du mich jetzt angenommen, dann hätte ich gesagt, ja, da reden wir dann darüber, was wäre, wenn Wakes kein YouTuber geworden wäre. Und ich schreibe jetzt auf, was ich geworden wäre, ne? Und dann schreibt ihr jetzt auf, was ihr denkt, was ich geworden wäre. Und dann halten wir alle... Oder ihr haltet erstmal rein und ich halte am Ende rein, oder was? Ja, ich löse am Ende erst auf. Ihr müsst erstmal sagen, was, und dann löse ich am Ende auf. Ja, okay. 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 Digga, das Ding ist, ich habe dich vor einer Woche gefragt, Tim. Ja? Ich habe dich sogar privat, ich habe mich privat gefragt, was wäre eigentlich geworden, wenn du kein YouTuber geworden wärst? Bei Danny habe ich das auch mal gefragt, ich glaube, bei Danny ist auch schon länger her. Ich habe meine Antwort, ich glaube, wir sollten die reinzuhalten, oder? Yes. Okay, dann also nacheinander. Heißt, ich fange an und sag was. Okay, also ich glaube, weil ich habe Danny Tim gefragt, er meinte, dass wenn er nicht YouTuber geworden wäre, dass er irgendwas hätte, er hätte trotzdem selbstständig geworden. Selbstständig geworden, hätte irgendwas mit Unternehmertum gemacht. Und so, ich habe es ein bisschen offen gefächert, aber ich glaube, das müsste eigentlich... Nein, das war, wo du gesagt hast, was wäre, wenn YouTube nicht mehr laufen würde. Dann meinte ich, würde ich irgendwas anderes aufmachen. Ich wollte gerade sagen, also jetzt, wenn man schon so ein bisschen Reichweite hat und so, ist einfacher, ja. Aber einfach so eine Art der Schlüssel, ich würde das Unternehmer mal... Ja, das war nicht so. Also, es kommt drauf an, zu welchem Zeitpunkt wir uns das angucken, aber ich glaube, erstmal nach der Schule wäre dieser dicke Langzeitstudent gewesen, mit ganzer Zeit feiern, ganze Zeit bei Klausuren nicht erscheinen und sowas, einfach, Studium läuft 10 Jahre. Alles okay. Falsch, ich wäre einfach Profifußballer geworden. Weiß ich nicht, Digga. Balljunge vielleicht. Wie? Hä? Profifußballer wäre ich geworden ansonsten. Ich hatte zwei Möglichkeiten, YouTuber oder Profifußballer. Nein, Spaß, ich wäre Informatiker geworden, diese lockere. Ich habe schon Praktikum gemacht und so. Ich wäre verrückter Webdesigner gewesen. Webdesigner, Cutter, Informatiker, sowas irgendwie. Mit mundfusselig reden, weiter. Doch, das passt. Ich wird schon rot vom... Das passt, for real. Ich habe mich dafür interessiert. Ah, ey, Junge, damals schon Metin 2 Server mit 12 erstellt und so, mit Hamachi und so. Das war zu krank. In diesem schwarzen Programm. Und dachte, er kann programmieren. Junge. Welche Sportart würde ein Heisen machen, wenn er kein Fußball spielen würde? Sportart. Heisen. Wenn er kein Fußball spielen würde. Ich hab was. Ist gut, glaube ich. Fang mal an. Du wirst, glaube ich, was Gutes. Nee, ich hab also nichts Gutes. Ich kann ein bisschen so drumherum. Der Typ mag laufen und sowas eigentlich nicht. Also deswegen habe ich überlegt, wenn ich einen Sport habe, wo man nicht viel laufen muss. Also Schach und so ist halt auch überlang. Ich habe letztes Mal im Flugzeug die ganze Zeit Schach gegeneinander gespielt. Da hast du jetzt ein bisschen respektlos. Deswegen habe ich Football aufgeschrieben, weil es da ja so diesen, diese Shooter-Position und sowas gibt. Er hat beim Football gar nicht so schlecht performt. War ja gut. Wo man nicht nur laufen muss und so. Ich glaube, das passt. Ja, ich habe Wettessen aufgeschrieben. Ist das ein Sportart? Ja, ne? Das zählt als Sportart, glaube ich. Geil, ich schwöre mal geil. Hey, Lüge, kennt ihr nicht diese asiatischen YouTuber, die so 200 Nudeln... Geisteskrank. Ich spiele auch Tennis mit seinem Dad. Ich spiele Tennis und ich würde noch Handball machen. Ich habe früher auch Handball gespielt und ich hatte eine Dauerkarte sogar am THW Kiel. Welches Lied würde Pornis beim Karaoke singen? Das ist einfach. Ey, wir waren Samstag in der Karaoke-Bar, Danny und ich. Ja, wir haben nicht gesungen. Nein, wir haben nicht gesungen. Wir haben nur zugehört, aber ich kann mir vorstellen, was wir singen. Das Ding ist, Danny kennt die ganze. Oh, Danny kennt. Okay, warte, doch, ich habe vielleicht was anderes. Ich wollte was aufschreiben, aber den Titel kennt er, glaube ich, gar nicht selbst. Deswegen. Schön Bumsbar oder so. Kommt, Danny. Ich sag ehrlich, je nach Pegel. Wenn es, glaube ich, unterschiedliche Songs ist. Ja, ich glaube, Mallorca Bumsfrau oder so, sehe ich auf jeden Fall auch. Nee, die Lieder, also kommt auch, da kann ich vielleicht 2, 3, aber es gibt. Ich muss ja auch irgendwas nehmen, was ich. Wobei, man kriegt doch den Text vorne vorgegeben, es muss irgendwas sein, dass ich auswählen kann. Egal, okay, fang du mal. Hast du was aufgeschrieben? Ja, Tim, fang mal. Ich habe entweder irgendwas von Post Malone, ich kenne die ganzen Songtitel da aber nicht. Weil den fühlst du unnormal oder Lucid Dreams. Das wäre auch schlau gewesen. Jetzt hoffe, du hast das aufgeschrieben. Also das Lied ist geil, aber diese Stimmlage. Ah, ist Lucid Dreams. Ist doch gut gewesen. Ja, aber ich schieße mit dem an. Also ich glaube, Danny ist der größte Post Malone, weil ich habe Rockstar aufgeschrieben. Ja. Das ist das ganze Lied ist. Was laberst du? Boah, ich krieg halben Punkt aber dafür, wegen Post Malone.
Bei welchem Verein würde ein Heißen spielen, wenn er in der BL zocken würde? Boah. Ich weiß nicht, wie die geschrieben werden, aber sowas wie... Übertreib nicht, Heißen. Du überschätzt dich gerade schon wieder. Egal, ich würde niemals in der Premier League spielen, Bruder. Aber ich also geht es darum, wo er hinpassen würde vom Spielertyp oder was er am liebsten mag? Ich google mal kurz, wie die geschrieben werden. Ich glaube vom Spielertyp eher, Digga. Ich hab schon. Also Verein, ne? Verein ist gefragt, ne? Ja. Okay. Warte. Ja, ich schreib auf. Also ich habe jetzt das so aufgeschrieben, wie ich vom Spielertyp, wo ich am besten hinpassen würde, wo ich am besten so abliefern könnte. Ja. Okay, hab ich aufgeschrieben. Ich habe so einen mittelmäßig hohe Klasse, also so relativ guten Verein in der Premier League zur jetzigen Zeit, so Brighton oder so. Sowas. Okay. So diese lockere. Ja. Jetzt nicht unbedingt auf Qualität bezogen, weil obvious wäre ein bisschen komisch war. Aber ich sehe ihn eigentlich so als Einwechselspieler, der in die hohe Bälle bei denen in die Mitte geflaggt kriegt. Ey, ich hab Spurs aufgeschrieben, wegen Harry Kane ist so ein ähnlicher. Ja, ich hab so lange überlegt, wo ein ähnlicher Stürmer ist, dann bin ich drauf gekommen, dass bei Arsenal so einer fehlt, deswegen hab ich die aufgeschrieben, was mit Kane ist eigentlich gut, ja. Spurs passt, ja. Genau, ich mich vielleicht gesehen, keine Ahnung. In welche Stadt würde Vikes ziehen, wenn ihr Deutschland verlassen müsste? Das weiß ich. In welche Stadt? Das Ding ist, ich will ja gar nicht Deutschland verlassen, das ist gerade das Problem. Ja, das stimmt. Also du hast gesagt, wenn er Deutschland verlassen müsste. Wenn ich müsste? Ja, das ist die Frage. Na, okay. So, weil Till, du weißt es ja auch bestimmt noch, ne? Ja, aber ist halt jetzt, also... ist krass. Ist halt, was soll ich machen? Ich glaube, du bist ehrlich. Heißen weiß es, weil wir hatten das Thema sogar letztens noch. Junge, ich rede mit euch zu viel. Ich habe Dubai aufgeschrieben. Ich glaube, das ist ja das, wo man hinziehen könnte als YouTuber. Da zahlt man auch keine Steuern und so, aber wenn ihr Menschenrechte ist Quatsch, deswegen meint der Tim auch schon so, ja, er will auf jeden Fall in Deutschland bleiben, kann ich auf jeden Fall verstehen. Und safe, ich auch. Danny? Ja. Also, was mag Wakes? Gutes Wetter, teure Klamotten, bisschen coole Location. Ich meine, er fliegt auch nächste Woche dahin, er war ja noch nie da, ich war schon ein paar Mal in Mailand, das ist ehrlich sehr geil. Deswegen, ich könnte Mailand gut. Oh ja, Mailand habe ich jetzt ja noch nicht gesehen, aber wenn ich da war und das mir gefällt, könnte ich es mir vielleicht auch vorstellen. Aber weil ich neulich erst in Dubai war, nicht so von den Rechten her und so, das fühle ich gar nicht so, diese Menschenrechte und so, aber so von den ganzen Gebäuden. Das ist schon ein großes Thema, wenn man da hinzieht. Ja, deswegen, so Urlaub machen ist schon cool so. Alles hat mir da gefallen auch so, das Essen verrückt und alles drum und dran, aber umziehen, ich bleib halt in Deutschland. Welches Auto würde Pronis fahren, wenn er frei wählen dürfte? Boah, scheiße. Ich selber nicht mal. Reicht eine Oberkategorie, so Marke? Obwohl, lass mal Modell schreiben. Ja. Wenn er frei wählen könnte. Boah, da gibt's viele, die passen. Boah, ich weiß nicht. Ich glaube einfach den. Ich sag ehrlich. Ist es dieses Traumauto oder was, das ich auch vielleicht irgendwann mal leisten kann und wird und so? Ne, was, wenn ich frei wählen könnte? Also ich habe 1 Milliarde Budget, kann nehmen, was ich will in dem Sinne. Okay, scheiße, Digga. Aber ich glaube, du würdest den nehmen. Ja, fang mal an, Heißen, was hast du denn? Ja, Bro, ich bin mir unsicher. Ich habe erstmal überlegt, ob ich 911er aufschreibe, weil ich dachte mir so, weil letztens Danny Porsche gefahren, er fand das cool. Aber ich aber das ist dieses, das kann er sich auch jetzt so auf diese Portokasse bezahlen. Kann er jetzt auch so aus Portokasse kaufen. Das muss er nicht, wenn er 1 Milliarde auf Konto hat, machen. Ich kenne auch gar nicht teure Urus? Autos. Also so teure Autos. Okay. Ja, ich hätte auch. Das, also auch Lambo, weiß. Aber Aventador. Aber kann auch so ein Oldtimer sein, so ein SNS, so ein alten oder so. Kommt drauf an, ehrlich, wie man diese Frage definiert. Weil wenn ich jetzt ein Auto nehmen dürfte und das auch irgendwann verkaufen darf, Bugatti dann einfach. Natürlich eins, ja, was 20 Millionen kostet. Aber wenn es wirklich darum geht, ich krieg das Auto, ich darf nichts anderes da machen, außer es fahren. Und ehrlich wird. GT63S wieder nehmen. Ja, das war halt auch eine weite Strecke. Ich wollte sogar aufschreiben. So. Ja, schon sehr, sehr, sehr geil gewesen. Ich hatte das ja ein Jahr. Der war sexy, Digga. Und irgendwo so Lambo für Alltag und so wäre, glaube ich, echt ein bisschen zu viel. Wenn man dann noch ein Zweitauto hat, wieder was anderes. Aber so wäre nur ein Auto wirklich das. Welchen Artist würde Vikes wählen, wenn er mit ihm auf der Bühne stehen dürfte? Artist. Wow. Boah, ich glaube. Sollen wir einschränken auf international, auf Deutsch, nur Deutsch, oder wollen wir international alles machen? Alles, oder? Welchen Artist würde ich nehmen? Was heißt, mit ihm auf der Bühne, also die würden dann zusammen singen, oder was?
Ja, er muss abgehen und so, so ein bisschen so den Mädels zuzwinkern und so. Ein bisschen Mädels zuzwinkern im Club und so. Boah, ich muss selbst gerade überlegen, gib mir kurz eine Sekunde. Wenn ich mir einen aussuchen dürfte. 3, 4 im Kopf, die es alle gut sein können, aber wir haben nur Deutsche im Kopf. Also international. Ja, ich schreib noch mal einen Deutschen auf. Ich schreibe jetzt einen internationalen auf und einen Deutschen. Dann machen wir den nicht schon mal. Ja, okay. Wir waren ja auf Konzert zusammen von Apache. Hätte schon gut gefühlt, ja. Ich kann auch gute Lieder auswendig, deswegen. Wer weiß, aber kann auch irgendwas in Richtung Reezy oder. Ey, Danny. Ja, boom, boom, boom sein. Ja. Reezy. Ich glaube, das kann es auch sehr gut sein. Ja. Ich wollte Jamula erstmal aufschreiben, aber ich glaube, Apache performt einfach nochmal krasser, deswegen habe ich Apache genommen. Ah, Reezy gar nicht, oder was? Ja, Reezy ist krass, aber. Bei Clubshow oder so bestimmt, ja. Bei Konzert nicht so krass. Ich habe ihn so im Club gesehen, so mit Waves halt so im Arm und dann von oben gucken und winken. Mit so, Sonnenbrille und so. Ja, mit Sonnenbrille und so. Dank. Sehen wir mit Luciano, denke ich, auch im Club. Oh, Luciano, ich habe nicht dran gedacht. Ich hätte safe Luciano aufgeschrieben. Safe sogar. Wo du jetzt gerade Namen erwähnst, Luciano, safe. Safe Luciano, hundertprozentig sogar. Über Apache sogar. Welches Gericht würde er heißen wählen, wenn er das für den Rest seines Lebens essen müsste? Ja, aber ist das jetzt auch vor einer Woche noch drauf bezogen oder seit einer Woche? Weil er hat seine Ernährung umgestellt. Genau das. Bis Rest deines Lebens. Essensfragen. Warum krieg ich das die ganze Zeit, Alter? Rest seines Lebens. Ein Gericht. Junge. Egal, was jetzt kommt, nach einer Woche ist alles eklig, aber. Nein, ich sag ehrlich. Oh ne, ich will nicht spoilern. Aber ich sag ehrlich, das könnte ich schon fast jeden Tag essen, so, da kann ich lange essen. Ja, du schreibst jetzt bestimmt. Ja, egal, ich halte jetzt einfach rein. Ich hab Döner aufgeschrieben, aber ich glaube, du hast jetzt Pasta aufgeschrieben. Der ist gut, Bro, aber nee, hab ich nicht aufgeschrieben. Ich hab auch einfach Nudeln aufgeschrieben, weil der ist Fan davon. Oh, ich hasse Pesto, Bro. Ich schwöre, ich hasse Pesto. Dann ohne Pesto, du kannst abkratzen. Ich hab Nudeln Bolognese, Digga, ich kenn da, Digga. Ah, Bolognese. Ich hab ehrlich erst Spaghetti Bolognese gehabt, aber dann dachte ich so, mit Pesto hat man vielleicht ein bisschen mehr Abwechslung. Ja, stimmt. Aber Döner, also ihr habt eigentlich schon meine Lieblingsgerichte hier aufgeschrieben, muss man sagen. Und ich war gut. Welchen Fußballer würde Pornis wählen, wenn er ihn für einen Tag zu Hause besuchen dürfte? Ein Tag? Besuchen mit Chillen und so? Oh, mit Kuscheln und so. Oh, warte, ich glaube, ich weiß. Ja, muss ja eigentlich dann, keine Ahnung. Alles andere wäre, glaube ich, jetzt lost. Ja, Messi oder Cristiano Ronaldo, oder? Also, das ist mein Gedankengang. Gleich, er nimmt so Dings, weiß ich nicht, Raphael van der Vaart oder so. Was der Hofmeier? I don't know, mit dem man sowieso chillen kann. So, I don't know. Was hast du, CR7 oder Messi? Ich hab CR7. Ja, ich auch. Ey, kurz überlegt, den Fire Name auch sehr, sehr, aber. Frei auswählen kann ich gar nichts anderes als sagen, sind wir mal ganz ehrlich. Also. Ja, man will mal gern wissen, so wie ist der wirklich? Wie oft trainiert der? Was macht der? So wie schläft der? Man sagt doch, er schläft 7-mal am Tag und so eine Sachen. Stimmt also, das alles? Ich bin ja gerade am Chillen, also kann ich die kurz hin. Er hat Schlaftrainer zu Hause, der ihm sagt, du musst jetzt kurz halbe Stunde Nap machen gehen und so, das 7-mal am Tag. Ich würde gerne mal wissen, was er macht und was er mit nicht macht. Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne ein Abo. Das war's von uns. Haut rein, mach's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.